Jiha, Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zurück an unseren Spieltisch. Ich bin's, der Piet, und neben mir sitzt Alex, der liebe Alex. Wunderbar, Piet, das war ein grandioser Einstieg. So habe ich ihn mir erträumt und es ist wahr geworden. Howdy, sagen wir, würde ich sagen. Ja, Krons Top 10 ist vorbei. Rolling Bandits war nicht mit bei. Blue Orange hat es rausgebracht letztes Jahr in Essen. Und ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 und soll so circa 30 Minuten gehen. Aber ihr kennt uns beide ja. Mal gucken, ob wir das Wir wollen euch ja noch ein bisschen was erklären, aber tendenziell ist es ein, relativ einfach, schnell gespieltes Würfelspiel. Werdet ihr auch gleich sehen. Wir haben hier auch schon, können wir mal kurz umschalten, unsere Würfel parat. Ja? Der Aufbau, den ihr hier unsere Banditenbande, ist die ist der Aufbau für 2 Personen. Wenn man jetzt mit 3 oder 4 spielt, dann gibt es hier noch einen etwas längeren Zug. Hier vorne seht ihr nämlich die Lok. Die haben wir ja also so ein bisschen schlangenlinig aufgebaut. Die ist ganz schön lang, ne? Waren die so im Wilden Westen wirklich so? Ja. Und wir wollen jetzt natürlich in bester Wildwest-Banditen-Manier uns von hinten mit unseren Pferden an den Zug anschleichen, würde ich schon sagen. Wir in Sturmgalopp. Da musst du ganz schön lang, leise Pferde. Der Zugführer vorne kriegt eh nichts mit, der ist nur am Kohlenschaufeln. Ja. Wollen wir diesen Zug überfallen und Waggon für Waggon uns aneignen? Und das gibt nachher nämlich Punkte. Ja. Und gibt es hier noch was Schönes? Ja, das Ganze ist von Brad Gilbert und Trevor Benjamin genau. Designt worden und Sylvain Aublan ist der Designer. Genau. Nee, der Illustrator. Der Illustrator. Und der diesen schönen Zug gemalt. Ich überlege, guck mal, von Blue Orange, ich habe noch nie diesen Untertitel gesehen. Hot Games, Cool Planet. Ist dir das schon mal aufgefallen? Vielleicht ist das mit dem Planet dazugekommen. Ah, vielleicht. Side Planets, meinst du? Aber das können wir noch woanders philosophieren. Okay, dann würde ich sagen, an die Würfel. Was ist los? Piet, der jüngste Spieler darf anfangen. Ja, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Warte mal kurz. Der graue Bart verrät es, das bin nicht ich. Das bist nicht du. Wie läuft so ein Zug ab? Das ist relativ einfach am Anfang. Der Zug fährt auf Gleise. Oh, okay, nein. Der Zug fährt ab. Du bist schon mal raus. Am Anfang der Runde überprüft man, ob man einen der Waggons stehlen kann mit seinen Banditen. Das haben wir jetzt nicht. Und danach würde man seine Bande einsammeln können oder zurückholen und neu würfeln und setzt sie danach wieder ein. Das ist so der Zugablauf, um das mal in 3, 4 Worten zu erzählen. Und Alex fängt jetzt einfach mal an. Ich fange einfach mal an zu würfeln. Und zwar würfel ich all meine schönen Würfel hier und werde sie dann mal sortieren. Wir haben hier nämlich 3 Cowboy-Hüte, ein Stiefel, ein Hufeisen, eine Maske und das hier ist ein Wild. Eine Maske. Ja. Wir hätten eigentlich mit Maske und Hufeisen, wir hätten uns noch ein bisschen besser ausschaffieren können. Ja. Und jetzt gehe ich mal wieder hier in unsere Top-Down. Hier hinten fangen wir immer an und hier ist noch so eine Kiste. Jeder Waggon hat so eine Kiste. Das können gute Dinge sein oder auch nicht. Da kann eine Bombe drin sein oder Fähigkeiten, um Dinge zu tauschen oder nochmal neu zu würfeln. Das wissen wir natürlich nicht. Um diese Kiste öffnen zu können, bräuchte ich allerdings Revolver. Habe ich nicht. Mit 3 Banditen der Revolver-Fraktion. 3 Banditen. Nee, 3 Banditen mit Revolvern. Ah, 3 Banditen. Ah, okay. Also, das heißt, dieser Bandit hier hat Cowboy-Schuhe. Dieser Bandit hat Cowboy-Schuhe. Und dieser Bandit hat Cowboy-Hüte. Ja, deswegen sind sie auch nur zusammen unterwegs. Damit sie nämlich jeder mal was haben. Ach, Mann, aber Mann, der Mann, mit dem Hufeisen, der ist noch viel geiler eigentlich. Ja, der, wo hat er sein Hufeisen? Der ist halt beritten, könnte man sagen. Ich sehe gerade, hier gibt es gar nicht so coole. Na, okay. Also ich setze mal meine 3 Hutjungs. Genau, setze ich mal hier ein. Beim Einsetzen ist es so, dass man immer vor dem letzten Mitglied im Zug einsetzen muss oder zu Fraktionen der gleichen Art. Da noch keiner im Zug ist, fangen wir natürlich hin. Und dann setze ich mal die Stiefel-Buddies mit meinem gewürfelten Joker. Der ist dann auch ein Stiefel. Der ist eine eigene Gruppe, den kannst du später setzen. Aber wenn du ihn gleich einsetzt, dreht er sich dann hier natürlich. Und zieht er sich auch einen Schuh an. Dann habe ich jetzt hier noch 2 Würfel übrig und die lasse ich auch mal in meinem Vorrat. So würde ich jetzt erstmal das Ganze beenden, Piet. Ob das jetzt ein cleverer Zug war, sei mal dahingestellt. Aber wir sind ja Rolling Bandits, ob wir nun die cleversten sind. Wir haben auf jeden Fall einen Zug, ob der clever ist, wenn wir sehen. Ja. Ein AI-Zug. So, Piet. So, gucken wir mal, was wir hier können. Revolverhelden, Maskierte und nicht Maskierte. Piet hat auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, meinst du? Gar nicht so schlecht gewürfelt, ja.
Ich nehme einfach mal zwei hiervon, setze die hier ein. Zwei Pistolieros gegen meine Cowboy-Hüte. Gegen deine Cowboy-Hüte. Hut, Hut, Hut ab. Ich weiß nicht, sieht man das auch hier? Dieser Zug, ne? Der hat da oben eine 2 in der Ecke. Das ist die Zahl, die man mindestens haben muss. Ah. Und man muss eine Mehrheit haben. Und ich habe mir noch so einen Joker. Wer hätte das gedacht? Der sich hier hindreht als Pistole. Und jetzt, da ich drei Pistolen habe, kann ich mir dieses Blechchen angucken. Ich schaue jetzt mal nicht auf den Monitor, Piet, du darfst dir das mal angucken. Ja, das ist, diese Fähigkeit darf ich benutzen. Diese, erzähl uns doch mehr, welche Fähigkeit darfst du? Es ist keine Bombe, Bomben müssen wir sofort umdrehen. Das heißt also, entweder ist es ein Reroll oder ich darf Dinge tauschen. Ja, da hast du auch wieder recht. Tja, wie machen wir es? 555 Schuh. 555 Schuh, geil. Ja, komm mal angeritten. Ja, leider haben wir jetzt da Gleichstand. Ja, so komm mal angeritten. Komm doch mal rüber, Mann, dann setz zu mir hin. Ich setz hier einen ein. Du setzt also deinen Pferdeschuh gegen meinen Cowboystiefel ein. Ja, mit ein bisschen Glück komme ich weiter und setze hier die beiden ein. Setze ich die beiden ein? Ja, die beiden setze ich ein. Nee, ich setze ihn schon nicht. Sehr schön. So, ja, damit wir das mal. Wisst ihr denn noch, wie wilde, die Würfel wilde, waren? Wilde Dinge? Also, meine Cowboy-Stiefel waren hier. Du hattest ein Hufeisen. Ich warte doch noch nicht den Rage-Kit. Irgendwas will uns Pete damit sagen. Und ich hatte hier Cowboy-Hüte. So. Ich glaube, so waren wir. Und du wolltest gerade hier, wollte Piet gerade was hinsetzen, was auch immer das war. Ein Einzelner. Und jetzt, jetzt gehst du nach da hinten schon. Krasse Nummer. Dann würfel ich mal meine zwei übrig gebliebenen Würfel. Habe ich ein Hufeisen und einen Revolver? Das ist so irgendwie nicht so geil. Also ich hätte jetzt natürlich auch noch Sachen wieder einsammeln können, hätte das allerdings von hinten nach vorne letztendlich tun müssen. Das wollte ich jetzt erstmal nicht. Ich dachte, ich würfel cool. Muss ich eigentlich immer was einsetzen, Piet? Nee. Du kannst. Aber wenn du einen Schuh gewürfelt hättest? Ja, wenn ich einen Schuh gewürfelt hätte, wäre das schon ganz cool gewesen. Oder ein Cowboy-Hut. Aber so, Piet. Piet ist gar nicht. Nur mit einem Würfel finde ich. Ich passe oder beende meinen Zug. So, dann könnte ich jetzt von hinten nach vorne Dinge wegnehmen. Du hast ja all deine Würfel eingesetzt. Ja, ich hatte nicht um. Ja, ich überleg mal gerade, was man so tun kann. Ja, ich sehe. Das Problem ist, deine ganze Bande ist auf den Zug gestellt. Der Haken ist, dass man bestimmte Plättchen erst benutzen kann, wenn man sie eingesetzt hat. Und da ich jetzt nichts eingesetzt habe, habe ich natürlich einen klassischen Fehler gemacht. Also, um weiterzukommen, nehme ich die einfach mal runter. Ich habe das Gefühl, ich sehe einen Zug für mich. Leider, ja. Leider, sagt er. Ey, der ist nur zwei Punkte wert. Das ist Ende. Alles, ja, ich fange an. Du nimmst jetzt alle. Ich will einfach alle runter. Nachdem Piet erstmal das gesamte Spielfeld zerstört hat, fängt er jetzt an, alles runterzunehmen. Ja. So. Pistolero ist wieder am Start. Hufeisen. Ja, die kriege ich jetzt, vielleicht wieder. Jetzt darf der Piet natürlich erst wieder den Zug von hinten betreten. Die Sache von hinten aufzäumen. Ich leg mal den hier hin. Ich muss ja irgendwie losgehen. Jetzt ist er zaghaft. Ich leg hier noch einen Schuh hin. Und was? Drei Pistolen. Damit nimmst du auf jeden Fall dann schon, wenn du loslässt, die Würfel, sobald du sie loslässt, Pies, nimmst du die Truhe auf. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken, was das wieder ist. Und hier unten sind ja auch Punkte, die es am Ende wert sind. Ja, darf man nicht vergessen. Hat auf jeden Fall schon ein paar Punkte gemacht, der Piet. Und ich setze die mal nicht ein, weil ich lerne ja aus meinen Fehlern. Ist klar, ich verstehe, Piet. Dann bin ich dran. Ja. Wird jetzt schon gleich überprüft? Ja, am Anfang deiner Runde wird sofort überprüft. Am Anfang deiner Runde wird du überprüft. Du hast die Mehrheit und du hast die benötigte Zahl. Das heißt, das geht in deinen Vorrat zurück. Oder das geht, ist deiner. Das sind die Punkte, die du dir ergattert hast. Und die darf ich damit nehmen? Damit kommen die zurück. Ah, sehr schön, sehr schön. Hier leider fehlt noch ein Schuh. Dann hätte ich das auch klar machen können. Aber du hast ja Würfel. Ich habe wenigstens ja also schon mal zwei Punkte. Ich weiß natürlich nicht, was Piet mit seinen Truhen da schon gemacht hat. So, jetzt habe ich hier zwei Revolver, eine Maske, ein Hufeisen und ein Wild.
Dann könnte ich auf jeden Fall aber schon mal mit meinem Wild, das setze ich hier ein und mache es zum Cowboy-Stiefel. Damit bekomme ich diese Truhe und hab jetzt... ich durfte natürlich reingucken. Pete durfte, ich stehe auch da. Pete durfte da reingucken. Sehr schön. So ist er, der Pete. Was soll ich sagen? In meine Truhe darf jeder mal reingucken. Und jetzt darf ich weiter einsetzen. Pete hat da schon 3 Pistolen liegen. Ich habe jetzt hier 2 Pistolen. Tja, da bräuchte ich 4. Ich glaube, ich gehe mal, um weiterzugehen. Um weiterzugehen. Ich gehe mit meiner Maske hier hin. Ja. Damit ich keiner erkennt, von dem Pistoleros, meinst du? Mit meinen Hufeisen gehe ich hier hin und mit meinen 2 Pistolen gehe ich hier hin. Genau die Idee hatte ich auch. wahrscheinlich wird die auch nicht aufgehen, die Idee, wie bei Pete auch eben. Aber bist du fertig? Ich bin voll fertig, Pete. Ja, du darfst würfeln. Will ich was zurücknehmen? Ja, ich will den hier zurücknehmen. Vorher. Pete hat sich einen Würfel hier, ich zeige euch das nochmal. Niemals den, der hier liegt. Das heißt, damit darf Pete nur noch hier ergänzen oder hier einsetzen. Genau. Hier kann er nichts den mehr ich dir also machen. Den hat er mir geschenkt. Pete hat mir 3 Punkte geschenkt. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ja, weil Pete ja was geschenkt hat. Ja. 2 Hufeisen, 1 Maske und ein Boot. Das bringt dich schon mal nicht voran hier an dieser Stelle. Das ist so ein bisschen... Semi. Aber ich zeig dir mal was. Aber du kannst sie vielleicht die Würfel hier hinlegen, dann sehen wir sie, wenn wir in der Top-Down sind. Genau. Was zeigst du mir, Pete? Ich habe hier so 2 Hufeisen. 2 Hufeisen? Ja. 2 Hufeisen sind aber nicht 3 Hufeisen. Das ist richtig. Bin hier so der Maskierte. Den werde ich eh nicht einsetzen. Und wenn ich den einsetze, benutze ich einfach mal. Zeig mal, wir können das benutzen. Diese Fähigkeit, dass ich. Du tauschst ich was. Dann darf ich Leute tauschen. Ich lege das mal hier kurz hin. Okay. Das heißt, ich darf dann 2 Gruppen tauschen und tausche diese Gruppe mit dieser Gruppe. Hey, das heißt, du kriegst eine neue Truhe. Das heißt, ich kriege eine neue Truhe. Die dürft ihr euch auch mal angucken mit Pete. Wieder das ist Punkte. Anscheinend noch keine Bombe. Es ist noch keine Bombe keine dabei, Bombe. Genau. Die bleibt also offen vor mir, dass ich, weil ich die benutzt habe. Mhm. Und lass das mal so stehen. Dann bin ich dran und wie sehen wir, dass meine Strategie ist, oder kann man da von der Strategie wissen, jetzt nicht genau, mein Warnwitz ist aufgegangen. Ich bekomme diese Karte hier. 3 Punkte gehen in meinen Vorrat. Ich habe ja auch noch, Pete, das ist meine Truhe, darfst du mal reingucken. Ich habe ja auch noch hier. Ich guck schon ins Licht. Genau, du guckst ins Licht. Rollen. Die kann ich dann auch noch einsetzen. Und dann habe ich jetzt 3 Würfel und ich überlege, ob ich noch was zurücknehme. Ich könnte jetzt hier auch wieder was zurücknehmen. Ich meine, das muss ich ja vor dem Würfelwurf machen. Dann würde ich Pete 4 Punkte geben, aber... Ach so, weil der schon ausgeraubt ist. Wie man sieht. Also, Pete müsste natürlich auch schaffen, 4 Würfel darauf zu bringen, aber ich nehme den mal hier runter. Ich nehme den mal runter. Und würfel jetzt mit 4 Würfeln und hab eine Maske, ein Wild, noch eine Maske und ein, uppala, das war ein Cowboy-Stiefel, gewürfelt. Ah, leider kein Hufeisen. Leider kein Hufeisen. Aber so ist es. Hast du ja ein Wild? Ich habe ein Wild, genau. Ich nehme das Wild und setze das mal hier hin und mache es zum Hufeisen. Zack. Und dann. Hier ist so eine Maskenkiste. Ja. Und dann gehe ich auch hin. Ich gehe hier zu den Masken hin. Und meinen Cowboy-Stiefel, den behalte ich. Hättest du den Wald doch hier einsetzen können, hätte ich den Waggon nicht gekriegt. Ah, fair. Ja. Aber vielleicht jetzt die Würfel wieder haben. Ja. Weil du lieber. Ja, ist aber danke für den Hinweis auf jeden Fall, aber. Was ich ja interessant finde, ist, dass wenn wir mittendrin einen Waggon entkoppeln, ja, dass der trotzdem sich automatisch wieder zusammenfindet. Ja, und nicht ist der halt, wir hatten ja schon festgestellt, das ist ein smarter Zug. Ein smarter Zug. Gut, dann würde ich sagen an der Stelle... Das liegt aber daran, dass die Gang nicht getränkt werden möchte und die sozusagen
Die halten, die halten selber. Genau. Es gibt immer einen, der zwischen zwei Waggons. Ja, bin ich dran. Das ist albern, ja. Habe du bist hier dran. Die Mehrheit, kriege somit diese Karte. Ich nehme mal meine Würfel runter. Dann wird das jetzt hier zu dem. So, wir schieben das mal hier hin. So. Ja, Piet, du hast ein paar Würfel, die du würfeln darfst. Nimm den hier runter. Den hast du runter. Warte, also musst du nochmal umschalten, fix. Ich nimm den hier noch runter. Mhm. Einer ist er. Und würfel dann einfach mal. So, machen wir hier mal Werbung. Rolling Bandits Werbung. Piet hat noch zwei Kisten, die er öffnet. Oh, Alter, was ist denn das? Drei Masken und zwei Joker. Kacke. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Drei Masken. Ich leg die hier mal so spontan rein. Die drei Masken setze ich mal spontan. Spontan zu den drei Masken wahrscheinlich. Zu den anderen beiden Masken. Und aber vielleicht ist... Ach nee, da darfst da du nicht hin. Darf ich dann noch nicht, außer ich setze die woanders ein. Und nimm den hier. Ach so. Ja. Wird es eine Bombe sein? Nein. Hast du da überhaupt Bomben eingemischt, Piet? Wir haben gemischt und wir haben die zufällig. Also vielleicht gibt es gar keine Bombe. Weil wir spielen ja mit weniger Teilen. Und ich habe zwei Joker. Mhm. Und die muss ich gemeinsam irgendwo einsetzen. Ich gucke gerade, wo das Teil ist, aber ich sehe gerade, dass das auf der Rückseite ist. Und setze hier einfach. Oh, und kriegt damit auch noch die Kiste. Ich wenn das, Gefühl, das jetzt eine Bombe ist, ich hab das aber das Gefühl, dass Piet mit den Kisten punkten. Ist es eine Bombe? Ja, es ist eine Bombe. Es ist eine Bombe, damit verschwinden alle Würfel aus dem Zug bis auf einen. Piet reißt schon wieder alle in den Tod hier. Nee, das ist schon wieder zu mal gemein. Damit sind die wieder vom Zug, aber ich habe immer zwei Punkte gehabt, weil ich mir eine Bombe angeguckt habe. Oh, was? Hallo? Das ist auch noch zwei Punkte wert. Das ist ja abartig. Ja, dafür kriege ich den Zug nicht. Nee, du kriegst den Zug nicht. Und damit ist meine Runde beendet. So schnell geht's. Und ich würfel einfach gleich mal. Wir wollen ja das Zeitlimit einhalten. Boah, was ist denn das hier? Das ist irgendwie überall mal irgendwie von jedem was. Von jedem was, von jedem was. Aber kein... na gut. Keine Maske, ein Hufeisen wenigstens. Na gut. Also, ich gehe mal hier mit dem Hufeisen hier hin. Und dann gehe ich weiter mit der Pistole. Gehe ich hier hin. Und mit meinem Cowboy-Stiefel gehe ich hier hin. Und das war's von meiner Seite. Na gut, dann fange ich an zu würfeln. Nee, fange ich nicht, weil wir fangen ja an, den Zug, um zu gucken, ob wir was geraubt haben. Das stimmt, ja. Und hier diese 3 ist durchaus erreicht. Damit ist der Dreier, dieses Dreierabteil. Ich habe echt das Gefühl, dass Pietes gewinnt. Aber hier ist eine 1 erreicht. Ach du Mist. Das sehe ich jetzt erst. Schön, dass du es sagst. Und die Kiste verschwindet jetzt allerdings. Ich bin noch dran. Ach so, ich dachte, am Anfang wird geguckt. Ja, dann darf ich würfeln. Es wird geguckt, ob ich was nehme. Wenn ich was nehme, dann kommt man in der Würfelphase, dann kommt man in der Einsatzphase. Und warum haben wir den Zug jetzt eben schon den eben gewertet? Weil am Anfang meiner Runde geguckt wird, wo ich die Mehrheiten habe. Ah, wo du die Mehrheiten, ja, schon, also, sorry. Es geht nicht nach deiner, also, ja, tja, ich will das mein... einnehmen. Hallo, man muss auch meine Mehrheit in deinem, also, hallo? Muss? Na gut, na dann nicht. Dann habe ich dich nicht darauf aufmerksam gemacht. Doch, hast du gerade, weil ich es sehr gut finde. Verdammt. Ich würfel einfach mal. Ich kann ja auch mal hier einfach würfeln. Das sind zwei Joker. Und ein Hufeisen, zwei Schuhe. Der würfelt und eine aber auch besser als unanständig. Wieso besser? Unanständig. Keine Maske. Ja, ich setze hier mal den hier ein. Jetzt, wenn man eine Maske braucht. Die beiden setze ich da mit ein. Die sind ja schon mal gesprungen worden. Da holt er sich schon wieder 4 Punkte, ey. Dann setze ich die beiden mal hier ein und den behalte ich bei mir. Oh, wir können das ja mal noch einen Ticken hier schon mal runterziehen, während wir dem Ende entgegenbrausen. Als echter Bandit klaut man ja eigentlich die Karten von seinem Mitspieler. Ja, machst du ja. Mach ich doch. So, jetzt bin ich dran. Jetzt wird mal geguckt hier. Nur nach Roten. Leider nein, weil Piet hier die Scheiße schon wieder verbockt hat. Die Scheiße? Ja. Ich habe keine Scheiße verbockt. Finde ich schon irgendwie.
Gut, dann würfel ich mal. Ein Cowboy-Hut. Ein Stiefel. Der steht dir gut. Wild. Dann setze ich mal hier einen Stiefel ein und hier mache ich auch einen Stiefel draus. Dann darf ich mir das nehmen. Ich darf mal wieder weggucken. Oh, eine Bombe. Na super. Das heißt, jetzt explodiert das Ding da schon wieder. Ich kriege aber allerdings 2 Punkte dafür. Ja. Und jetzt habe ich hier noch so einen Hut. Aber den Hut, der bleibt. Der müsste dann hier hingehen. Ja, aber lass ich mal. Das war eine ganz schwache Runde, Pete. Eine ganz schwache Runde, so ich wie sehe. Weil du scorest jetzt 5 Punkte. Ja, ich habe hier die Mehrheit. Die nehme ich schon mal runter. Und bekomme diesen Zug. Und ich habe hier die Mehrheit. Dafür geht aber die Kiste wenigstens aus dem Spiel. Wenigstens eine Sache. Alter, wie hier angeberisch er da seine ganzen Karten. Nee, ich wollte das so, damit man. Ja, damit man sieht, wie dick dein Stapel ist. Ja, ich habe das schon verstanden. Ja, dicker Mann, dicker Stapel. Schön einschüchternd hier wieder. So, dann muss ich würfeln. Und ich muss ganz hinten anfangen. Du musst ganz hinten anfangen, ja. Da ist noch einer raus. Alter Schalter. 3 Schuhe. Ist aber gut zu Fuß hier. 5 Schuhe. Ja, dann nehme ich mal die 3 Schuhe. Und den Wild auch noch als Schuh. So was aber. Und ich habe schon erzählt, dass ich bei Würfelspielen kein Würfelglück habe. Das war's. Das war's? Ja, mach ich nicht. Okay. Ich nehme den runter hier. Das hat am Anfang noch ganz anders geklungen mit deinem Glück. Und 2 apropos Wild. Glück. Apropos Glück. Nicht schlecht. So, dann überlegen wir mal wieder, was wir hier noch Schönes machen können. Ich muss jetzt ja auch ganz hinten einsteigen. So, Pete hast hat du, hier, ach, den hast du runtergenommen. Ja, den habe ich runtergenommen. Er ist weggesprengt. Ich kann dir das hier nicht. Also, ich gehe hier mit 3 Hufeisen rein. Ja. Und dann mache ich die beiden auch, das war auf der Rückseite, ich habe mir das gemerkt, gehe ich auch mit Hufeisen rein. Ja. Und dann bleibe ich, glaube ich. Ach, weißt du was? Eine Pistole und ein Stiefel. Meine du Gang hast, macht sich bereit. Du hast die Schuhe schön. Meine was Gang ich denn hier macht eigentlich sich noch bereit. So? Achso, ich kann ja auch noch so ein Ding einsetzen, wa? Kann ich das auch am Ende meiner Würfel einsetzen? Noch mal einsetzen? Das Tauschen kannst du nur einsetzen, wenn du jemanden einsetzt. Also ich habe ja jetzt Sachen eingesetzt. Du kannst den immer einsetzen und wenn du den dann eingesetzt hast, dann kannst du den benutzen, dann kannst du sozusagen 2 auf dem Brett tauschen. Du musst aber gerade irgendwelche Leute eingesetzt haben. Okay, und nochmal würfeln, klar. Ja, du könntest jetzt halt die gegen die tauschen, dann würdest du den auf jeden Fall kriegen. Nee, der hat ja, sind ja Stiefel. Nee, hier, die 4. Achso. Vielleicht kommen wir nicht so schnell hin. Ja, aber dann gebe ich dir die anderen 4. Naja, das ist so. Das sind so die. Aber nee, also nee, du bist dran. Ich bin dran, verdammt. Ja, Du kannst noch meine 3 Würfel. Ja, kann ich hier schön würfeln. Schuhe und Hut. Nehme ich doch mal Stehen Schuhe und Pete Hut. Ja, nehme ich mal Schuhe. Boah, komm, ey. Und Hut. Ich hab dir gesagt, du sollst darüber gehen. Wolltest du ja nicht. Oh Mann, ey. Fertig. Das ist doch Kacke. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Und ich kann ja nur von hinten zurücknehmen. Ja. Puh. Ich hab verkackt mit meinem Hufeisen. Nicht, dass ich dir die Option gegeben habe. Ja, ja, Mister. Was? Dann nehme ich auf jeden Fall die 5 hier runter. Und nehme ich noch welche runter? Nehme ich die 3 da runter? Tja, die große Frage. Die große.
Nein, das, nein. Das schon, will ich schon nicht. Wieder falsch getippt wahrscheinlich. Ich habe jede Menge, also ich habe zwei Masken. Du hast zwei Maskierte, dann zwei Joker. Zwei Wild und ein Revolver. Ja. Mhm. Naja, kann man schauen, was wir anfangen. Mit dem Revolver, ich könnte hier hin, aber er kriegt hier auch wieder... drei Punkte oder so. Den Revolver. Ich gehe mal mit dem Revolver hier rein und mache meine zwei Wild auch zu einem Revolver. Das ist nicht schön. Und dann habe ich jetzt noch zwei Masken. Die behalte ich, glaube ich. Mit dem Stiefel da oben. Ich glaube, da kann. Nee, Pete, du bist dran. Lässt du so stehen, ja, lass ich so stehen. So, dann rauben die sechs hier. Die Schuhgang. Die Schuhgang. Die Schuhgang. Stiefelriemen. Schnappt sich mal den und tragt den mal weg. Dann kriege ich die wieder. Will ich den. Da, deinen mal. Einsamen Hut. Ich hab eine andere Idee eigentlich. Ja, du kannst dann, wenn du den da lässt, kannst ich lass du den mal, ja. Würfelst du gleich, würfelst hier. Ich kann auch hier bei machen, dem Spiel, ja. Das ist ja überschaubar, was da so geht. Zwei Walz, ein Schuh. Und ich benutze hier mal. Nee. Naja, du hast so viele Truhen, da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Ja, ich benutze hier mal so einen Reroll. Ein Reroll. Um die drei. Du musst leider alles neu werfen. Nee, ich such, kann mir aussuchen. Du musst leider alles neu. Okay. Nein, das steht nicht so in den Regeln. Ja, ja. Das Doofe ist, nur Peter hat die Regeln gelesen. Die drei Würfel. Leg die schon mal beiseite. Ich fahre jetzt, würfel die um. Oi. Er gönnt mir auch gar nichts, der Pete. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das geht. Wie viele Würfel hast du? Zwei. Okay. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, ich, ja. Ich wollte ja eigentlich hier hin. Ja, kannst du ja machen. Mach doch mal. Mit drei, vier Stiefeln. Easy going. Holst dir wieder eine Truhe. Die wieder eine Bombe ist. Ich glaube, es hackt. Aber ja, aber ja, sagt er. Aber ja, ich setze die mal hier ein. Und das werden mal Schuhe. Dann darf sich Pete wieder 6-2 Kisten. Dann dürft ihr euch das nochmal angucken, was das ist. Aha. Was Schönes. Es scheint keine Bombe gewesen zu sein. Das ist zum Glück keine Bombe. Und die beiden, damit er hier nicht so alleine ist, die setze ich schon mal ein. Ob ich den einsetze oder nicht, ist ich egal. Ich verstehe, du wirst die ja eh gleich wieder kriegen. Ja, genau. Außer ich, Genie, würde die weg... Nee, das macht keinen Sinn. Also ja, ich, das könntest du natürlich ich tun. Ich score diesen Waggon hier natürlich. Komm zu Papa. Ah, ich habe nicht ganz so viele Karten wie Pete hier. Ja, und, auch nicht, und auch nicht ganz so viele... ja, du nimmst jetzt einfach den Kampf mit den Schuhen auf. Ich nehme den Kampf. Versuch, El Bandi zu schlagen. So, ja, dann heißt es jetzt nochmal würfeln. Blanks, naja. Masken und dieser Kladderadatsch. Tja, ein Schuh gegen... Ja, das könnten vier Schuhe sein. Ich hätte diesen einen Schuh natürlich auch runter... wobei, der ist ja auch ein Schuh. Meinst du, ich nehme den Kampf? Ich nehme den Kampf. Das ist jetzt die Frage. Du kannst, also ich weiß ja nicht, vielleicht hast du auch noch so ein Ding. Dann setzt du die darauf und tauschst die dir, dann kriegst du die Kiste auf jeden Fall. Und wenn ich nicht gut würfel, ist das auch deine. Aber du gibst halt mir vier Punkte, was hat im Zwei-Spieler-Spiel. Und die Kiste, tja, die holst du dir doch gleich wieder. Also ganz ehrlich, würde ich den Kampf aufnehmen? Ich will die Karte sogar nicht. Was würdest du machen? Ich würde den Kampf wahrscheinlich aufnehmen. Und dann würde ich die drei einfach behalten und dann gucken, wie es weitergeht. Du meinst, du würdest die hier hinsetzen? Oder? Nee, die würde ich. Nee, dahin, ja, ich setze das. Ich gehe hier, ich mache vier. Und auf jeden Fall mal gucken, welcher Stiefel wem hier in den Arsch tritt. Jetzt darf noch gewettet werden. Genau. Und dann gehe ich noch voran. Nee, ich behalte die drei. Du willst ja würfeln. Du willst ja sicher sein. Ich will sowas von würfeln, will ich. Aber. Ja, okay, Pete. Du darfst. Drei Würfel. Und hier ist kein Schuh bei. Na, ich leg jetzt immer auch mal meine Karten hier hin. Ich hab schon eine Bombe gezündet. Ich mach hier draus mal einen Schuh.
Du machst einen Schuh, alter Schalter. Das ist ein Schuh mehr als der Schuh des Manitou. Okay. War denn bei der Top 10, ich habe die gar nicht gesehen, Western Games oder wie hießen die? Haben die da Top auch? Top 10 Western Games. Top 10 Western Games. Gab es da auch ein paar lustige Western-Anekdoten? Oder? Das habe ich im Ab Halbschlaf mitgenommen. Im Halbschlaf, sehr schön. Das ist so eine Top 10, die man im Halbschlaf gucken kann. Piet, mehr brauchst du nicht machen. Der Trick, jetzt kommt der Trick, erzähl mal. Der Trick ist ja, dass du einfach alle deine Stiefel wieder von der Karte nimmst gleich. Ich habe darüber nachgedacht. Weil du Angst hast vor den roten Sohlen meiner Stiefel. Nee. Ich setze den hier ein, und... Jetzt tauscht er irgendwas. Ach, jetzt geht er, jetzt holt er sich mit 5 Stiefeln. Ich tausche hier mal meine mit Banditen, und zwar den und den. Aha. So. Das war das jetzt so clever? Weiß ich nicht, aber ich mach's vielleicht einfach mal. Dann bin ich jetzt dran. Ich habe hier 4, ja? Bekomme dadurch weg damit. Gehst du hier mal weg? Gehst du mal weg? Und ich muss ja jetzt... Die Final Two Cards? Die Final, ja. Dann würfel ich mal hier. Jetzt wäre doch so ein schöner Siemer-Pasch. Das wäre doch was gewesen. Genau, die Option ist auch, wenn man nämlich alle 7 Banditen auf einer Karte hat, kriegt man die sofort. Auch da muss man also auch nicht warten, aber das ist natürlich... Du hast jetzt 5. Ich kann dir leider kann ich da gar nichts gegen machen, weil ich habe keine 5 gleichen Symbole. Piet. Siehst du mal. Sehe ich mal. Da war das vielleicht ja gar nicht so. Dann geht nur noch der Kampf um den letzten Ballon los. Das heißt, ich gehe mal hier mit meinen 4 Pistolen an den Start. Weil das cool ist nämlich, ich habe das Endgame gar nicht gelesen. Ob das Spiel endet, wenn die Lockdown ist. Ja, siehst du. Wollen wir das noch? Das Spiel ist so schnell gespielt, da kann man auch. Du hast doch gesagt, Piet, die Regeln stehen eigentlich hier hinten drauf. Da steht einfach Attacke. Wir kämpfen das aus. Wieso sollten wir darum nicht kämpfen als Banditen, wenn er da so Wir kämpfen um jeden Zug, auf jeden Fall. Und wenn, dann sind es die Advanced Piet und Alex Rules. Ich weiß nicht, also einfach weil ich. Weil du den gleich wieder kriegst? Nee. Okay. Ja. Dann habe ich den Lokführer überrascht. Sehr mit deinen Stinkestiefeln, ja. Und ich kann, den mal runter. Ich kann das nicht gut heißen. Jetzt geht's um die letzten 3 Punkte und noch um eine Kiste. Um eine Kiste, auf jeden Fall. Um eine Kiste. Oh mein Gott, er kriegt die Kiste auch noch. Das gibt's doch nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Ein Stiefel und 2 Wilds. Ja, aber ich kann auch daran verhindern, dass du die Karte nimmst. Wie denn? Guck mal. Nee, hast du noch einen Reaver? Die 4. Ja, aber dann kriegst du die Kiste. Ja, aber ich habe auch noch einen Rico. So na, Piet hat alles. Da ist der 4. Stiefel. Ist das ein Typ? Was hast du denn jetzt noch für ein Plättchen? Noch ein Rero. Und noch ein Wild. Ja. Guck, das sind ja alles die Stiefel, die kann man so hochdrehen und darauf setzen. Das ist ja super. Dann kriegt man hier. Was kriegst du noch? Die Bombe! Yeah! Coole Nummer! Coole Nummer, Piet. Sehr schön. Schön verausgabt. Sehr schön. Für einen Punkt. Dann bin ich jetzt dran, würde ich sagen. Schönes Ding. Ich nehme die mal zurück. Ja. Und hab hier. Oh, aber auch schon mit Hufeisen. Ich hoffe, der Kompressor funktioniert. Ich nehme mal hier 4 Hufeisen. Und du bist? Ja, wir kennen das Spiel. Hast du noch verdeckte Plättchen eigentlich? Ja. Aha. 1. Und ich kann dir sagen, es nützt nichts. Es nützt nichts? Nee, weil es gibt nur noch einen Waggon. Und ich kann dich nicht aufhalten. Du kannst dich nicht aufhalten? Nee, ich kann ja wieder versuchen, den Arm geile zu treten. Geile Nummer. Das funktioniert nicht. Dann, zack, boom. Das ist deiner. Das ist meiner, das wollte ich hören. Ja, und jetzt ist es relativ einfach. Jetzt wird ausgerechnet, wie viele Punkte wir haben. Jetzt wird ausgerechnet, wie viele Punkte wir haben. So, ich habe hier mal 5 Punkte, habe ich. Ja, dann habe ich hier zusammen 10, sind 15.
16, 17, 18. Denn ich glaube, wenn Pete schon zweireihig anfängt, Karten zu legen, habe ich nicht gewonnen. 30. 30 ist das ein Kunde. Rolling Bandits, nur für Leute, die... Ich muss jetzt muss ich mir mal die Anleitung durchlesen. Ja, das wäre aber nicht besser gewesen. Ja, aber meinst du? Nee, ich habe einen Punkt gemacht und du drei danach. Ah, verdammt. Aber eine deutsche Anleitung ist immerhin drin. Ja, die ist multilingual. Ich weiß gar nicht, Rolling Bandits, gibt's das, wird das im vom Pegasus vertrieben? Nö, das macht Blue Orange selbst. Blue Orange selbst. Weil es ja sprachneutral ist. Derweil kann ich noch für über die Variante reden. Es geht ja bis zu 4 Spieler. Und wenn man zu zweit spielt, gibt es noch eine Option, dass man die zweite Spielerfarbe mitnimmt als Söldner. Das sind Würfel, die man dann einmalig benutzen kann. Sobald sie also vom Zug geschmissen werden, gehen sie aus dem Spiel, egal wie. Also wenn eine Bombe kommt und die sind gesprengt, dann kommen die auch nicht mehr wieder. Und das macht die Sache noch interessanter, da hat man halt auch ein paar mehr Variationen, um sich noch ein bisschen mehr zu betteln oder das ein bisschen aufzuhebeln. Und warte mal kurz. Du, da oben. Was denn? Wo, was? Ja, du wolltest das Spielende gucken. Achso, ich hab jetzt hier. Bin Achso, hier sind so schöne Bilder drin. Ja, ich bin ja gerade ein bisschen abgeschweift gerade, ja. Und das ist die Option und das ist einfach ein schönes, kleines, nettes Würfelspiel, was auch Western-Thema hat, vielleicht. Macron ist ja doch. Das Schlimme ist ja sogar, also wir haben alles jetzt richtig gemacht mit der Endwertung, wenn wir Gleichstand gehabt hätten, dann gewinnt der Spieler mit den meisten Kisten. Ja, also das meiste Holz vor der Hütte halt. Weil die nicht mehr in das Banditenlager passen. Ja, das Spiel endet sofort, wenn alle Waggons und die Lokomotive erobert wurden. Ja. So ist es. Und es ist ja lustig, wenn dann immer noch Gleichstand herrscht, müsst ihr zur Entscheidung einen weiteren Zug überfallen. Naja, dann geht es nochmal, ja, da merkt man sich das dann. Die Kiste hier raus, das war auch eine Bombe übrigens. Zum Glück haben wir die nicht gezündet. Okay. Ja, und es gibt, wie gesagt, in der Zweispieler-Variante werden 6 Züge noch, also 6 Waggons noch entfernt, damit es ein bisschen schneller ist. Dann gibt es natürlich auch noch mehr Plättchen und es gibt noch Grün und Gelb als Spielerfarbe. Ja, das können wir hier ja euch auch nochmal zeigen. Ne? Ich habe auch noch nie so ein etwas aus Hartplastik-mäßig. Das finde ich total, das ist total abgefahren. Das hat mich total begeistert. Man packt hier nämlich die Plättchen wieder rein. Was uns so begeistert, ne? Ja, der Inlays halt, die gibt es ja mal. Das ist wirklich nachgedacht. Und dann wird es hier nochmal raufgesetzt, damit es, wenn es sich bewegt oder transportiert wird, nicht rausfällt. Aber macht denn das wirklich? Ja. Schwer zu sagen. Allerdings passt wahrscheinlich das ganze Spiel auch in so eine Box. Aber wo das mag sein. Wo sind denn auch die restlichen die Plättchen? Sind, das. Also das ist wirklich auch ein Spiel, wo man sagen kann, wenn man mal unterwegs ist, dann braucht man definitiv nicht dieses Schachtelformat hier, sondern man kann Karten, Würfel und Plättchen definitiv in einer Socke verstauen oder so. Ja, also da musst du schon große Socken haben, wenn ich mir hier diese Teile angucke, aber... Ich habe das so Gefühl, dass dieses Let's Play in der ungefähren Zeiteinschätzung sein könnte. Verrückt. Und das mit den Blödeleien nebenbei. Ja. In diesem Sinne, das... Wir haben den Zug überfallen. Es war Rolling Bandits. Genau, wir rollen jetzt noch ein bisschen weiter und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Kommentare habt oder irgendwelche Notizen, immer... Schön unten rein und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.